Das hier, oh, warte mal. Das hier ist mein erster Shot mit der neuen Kamera. Hey Leute! Hallo! Es geht wieder los. Wir haben endlich eine neue Kamera. Und wir können wieder ein wenig den Kanal weiter betreiben und Videos rausfahren. Ja, ich hoffe sehr, ihr freut euch darüber. Denn in den ersten 3 Wochen hier in Oakland haben wir schon so einiges erlebt. Und das möchten wir euch jetzt einmal kurz berichten. Richtig. Als erstes von den ganzen Sachen haben wir jemanden getroffen, den wir schon ewig nicht mehr gesehen haben. Und der sogar aus unserer eigenen Heimatstadt kommt. Genau, und da haben wir uns sehr darüber gefreut, dass er uns angeschrieben hat und gefragt hat, ob wir nicht mal Zeit haben für einen schönen Nachmittag hier in Oakland. Es hat super gepasst, er war den letzten Tag hier und zwar reden wir von Lasse. Hey! Oh, schön, dich gesehen. Hi! Oh. Hey, wie lange Nee, 7 Minuten halt. Ja, ich muss ja, der ist groß. Ein, ja. Alter Freund von der Schule sozusagen, genau. Den wir da getroffen haben. Wir sind ein bisschen in der Stadt rumgegangen, haben uns viel erzählt, einen Tag besucht. Mittag gegessen. Er hat hier was nochmal? Schon so lange her. Lasse ist durch Neuseeland praktisch gereist mit einer Reisegruppe und hat sich hier ein bisschen die wunderschöne Natur und Sehenswürdigkeiten angeguckt. Und eben diese Reise hat ihren Abschluss in Oakland gefunden, was perfekt für uns gepasst hat. Richtig, so durften wir ihn nochmal verabschieden und konnten ihn auch nochmal sehen. Konnten ein bisschen den norddeutschen Akzent hören, was sehr schön war. Ein sehr gutes Heimatsgefühl. Mach ich dir auch. Na klar. Tschüssi. Ja, danke dir auch. Tschüss, Patrick. Viel Spaß noch. Ich hoffe, ihr findet Arbeit. Ja, danke. Ja, super. Schön, Sie noch. Danke, danke. Okay. Ja, den kommen wir auch. Ja. Lass uns jetzt mittlerweile schon wieder in Deutschland und wir grüßen dich ganz lieb und hoffen, dass alles gut geklappt hat. Vielen Dank für die schöne Zeit. Zurück hier in unserem Haus. Wir haben auf jeden Fall die Mitglieder des Hauses ein bisschen besser kennengelernt, darunter auch die beiden Kinder. Genau, und zwar gibt es hier einmal den 13-jährigen Kurt. Der hatte gerade Geburtstag, als wir angekommen sind. Richtig, der ist passionierter Wasserballspieler. Wir waren sogar auch mal bei einem Spiel von ihm. Allerdings ging das Ergebnis nicht ganz so gut aus, leider. Es war ein sehr, sehr starkes Gegnerteam von einer Privatschule. Und Kurt spielt in der Seniormannschaft, obwohl er praktisch ein Junior ist. Das heißt, er spielt in der Juniormannschaft super gut, aber in der Seniormannschaft ist es für ihn sehr schwer, weil alle viel größer sind, eine längere Armweite haben. Und ja. Aber er gibt sein Bestes und wir haben ihn ganz stark angefeuert und es hat sehr viel Spaß gemacht zuzuschauen. Außerdem haben wir noch den kleineren Bruder von ihm, der heißt Zack, 9 Jahre alt. Das ist so ein bisschen der Wirbelwind hier im Haus. Mit ihm ist eigentlich immer etwas los, macht viel Spaß, kann auch ein bisschen Arbeit sein. Richtig. Aber wir sind sehr froh, ihn kennengelernt zu haben. Und ja, tatsächlich, gut, wir arbeiten sogar so ein bisschen mit ihm, oder eigentlich Mio zuerst, und zwar haben wir das Angebot bekommen, hier so ein wenig Au-pair zu machen. Genau, die Gastmama, Sharon heißt sie, kommt ursprünglich aus England, hat auch in der Schweiz gelebt und hat jetzt hier in Neuseeland praktisch ihren Heimatsitz gefunden, auf welche Zeit auch immer. Und sie hat mich eines Tages angesprochen, ob ich nicht das Interesse hätte, da ich ja auch Lehramt studiere, ein bisschen auf die Kinder aufzupassen und ein bisschen im Haushalt mitzuhelfen. Da habe ich gesagt, ja, na klar, kein Problem. Und so hat sich das Ganze entwickelt und es wurde immer mehr. Wir haben sogar noch die Garage ausgeräumt, weil ja, da gab es viel zu tun und sie kam einfach nicht dazu. Da gingen wir dann ein bisschen zur Hand, haben das gemacht. Jetzt sieht sie natürlich wieder picobello aus. Ganz schön viel Arbeit. Ich glaube, wir haben 2 Wochen dran gesessen, ja. Die ganzen Kisten auszuräumen, zu sortieren, alles zu dokumentieren, fotografieren. Hat aber auch Spaß gemacht und ich bin froh, dass wir das zu zweit auf die Reihe bekommen haben. Alleine hätte ich die Kisten, glaube ich, nicht schleppen können. Richtig. Ja, und neben Babysitten machen wir auch noch ein bisschen Kochen, wir fahren ein bisschen mit dem Auto rum, gehen einkaufen. Ich putze das Haus oder abwaschen, Wäsche machen,
ja, so klassische Haushaltssachen so ein bisschen. Ja. Richtig. Und genau, dadurch, dass ich mich nicht so sicher gefühlt habe, hier auf der linken Seite mit einem Auto mit einer manuellen Gangschaltung zu fahren, hat Patrick das für mich jetzt komplett übernommen und so machen wir es uns praktisch beide als tolles Au-pair-Paar-Team. Sozusagen. Richtig. Was uns natürlich sehr gelegen kommt. Dennoch sind wir natürlich trotzdem noch flexibel und können unsere Freizeit noch einteilen. Wir haben sogar Freizeit, kann man mal so sagen. Ja, weil wir auch ziemlich gut und zügig und trotzdem akkurat arbeiten. Und da haben wir sogar schon erste Kultur erlebt, kann man sagen. Richtig. Wir waren nämlich bei einem Shakespeare-Stück hier in Oakland. Bei dem Drama Much Ado About Nothing, also viel Lärm um nichts. Und ich habe in der Uni schon das Buch dazu gelesen, also das Drama. Und fand es total toll, das jetzt mal sozusagen auf englischer Sprache mit neuseeländischem Akzent zu hören. Da haben wir auch noch einen Clip, wie Mio das live moderiert von da. Den sehen wir jetzt mal kurz. Hallo und herzlich willkommen. Wir sind jetzt hier zu unserer ersten Veranstaltung in Oakland. Es regnet wie aus Eimern, wie aus Kübeln, aber wir sind hier im Pop-Up Globe. Es wird Shakespeare Much Ado About Nothing, also viel Lärm um nichts, hier gespielt. Wir sind sehr gespannt, ob wir was verstehen, ob wir weggespült werden, weil es ist ein klassisches viktorianisches Theater, wie zu Zeiten Shakespeares. Das heißt, die Leute, die nicht so viel bezahlen wie wir, die stehen halt im Open-Air-Bereich. Ja, aber ich freue mich schon. Mal schauen, wie es wird. Wir haben sogar Ponchos und eine Schokolade bekommen. Und die Tickets haben nur einen neuseeländischen Dollar gekostet. Das war eine Promo-Aktion und die Schokolade ist bestimmt schon viel teurer. Wie fandest du das Stück? Es hat mich total umgehauen. Also es ging zwar sehr lange, aber dadurch, dass ich das Buch kannte, habe ich die Story natürlich schon verstanden und auch die meisten Wörter verstanden. Die Schauspieler waren super gut. Es hat ja geschüttet, wie auf einmal wir gesehen habt. Aber sie haben trotzdem so wunderbare Stimmung verbreitet. Man konnte viel lachen. Patrick hat auch sehr oft mit geschmunzelt und es war sehr interaktiv, das Stück. Also die erste Reihe wurde oft bespuckt oder mit Wasser übergossen. Also es wurden wir ja sowieso. Aber es war wirklich so wie zu der viktorianischen Zeit von Shakespeare. Und es hat mich sehr gefreut, dass wir dieses Abenteuer miterleben durften. Ja, also aus meiner Sicht, das war extrem schwer, aber auch zu verstehen. Also gerade den ersten Block stand ich nur da und hab gedacht, was hat er jetzt gerade gesagt? Also ich habe circa 10-20% von dem Englisch verstanden, was die da geredet haben. Und ja, manchmal hat man mitgelacht, wenn die anderen gelacht haben, aber ja, es nachher war schon schwer. Im zweiten Block nach der Pause, wo Mio mir das dann nochmal so ein bisschen erzählt hat, was da passiert ist, ging das dann auf jeden Fall viel, viel besser. Und da hat man das dann sich auch etwas erschließen können und auch die Witze dann verstanden. Das war ganz gut, aber die Aufführung war wirklich super und ich glaube, das war auch das beste Theaterstück, was ich bisher gesehen habe. Das von mir als kein großer Theaterfan. Das hat mich halt nochmal umso mehr gefreut. Genau. Richtig, bis dahin haben wir übrigens auch mit der Handykamera aufgenommen, was ganz okay war, aber natürlich nicht perfekt. Und wir haben danach eine neue Kamera gekauft. Da ist das gute neue Stück. Und zwar ist das die Canon PowerShot G9X. Vielleicht mache ich dazu auch nochmal ein Video. Aber als ich die bekommen habe, da musste ich natürlich erstmal damit austesten. Das war wie Weihnachten und Ostern auf einmal für Patrick. Also, was man damit alles machen kann, das ist so cool. Ich kann jetzt den Fokus verändern. Ich kann jetzt Bilder schon in der Kamera einbauen. Ich kann jetzt zoomen, das ist richtig cool. Das konnte ich vorher mit der anderen Kamera überhaupt nicht. Kleine Nachteile sind vielleicht Audio von der Kamera. Das ist nicht die, ich glaube, die Mikrofone sind nicht ganz so gut wie bei der alten Kamera. Und außerdem habe ich auch nicht dieses Weitwinkelobjektiv, dass ich so viel auf einmal reinkriege. Das ist ein bisschen schwer, da muss ich noch üben. Habe ich auch schon gemerkt, wenn ich manchmal so auf mich selber ziele mit der Kamera. Schwierig, mich da ins Bild zu kriegen. Ja. Das muss ich noch üben, auf jeden Fall. Aber ansonsten bin ich komplett happy mit der Kamera und freue mich, dass ich jetzt damit aufnehmen kann. Ja, und diese Freude
springt auch sofort auf mich über. Das ist sehr schön. Das freut mich. So, was haben wir denn als letzten Punkt noch auf der Liste? Ein ganz besonderes Anliegen, denke ich mal. Und zwar möchten wir uns riesig bei der YouTuberin Paululu bedanken. Die hat uns nämlich unsere erste Unterstützung überhaupt eigentlich zukommen lassen über PayPal. Und zwar reden wir hier von 5 Euro, die sie uns gegeben hat für ein kleines Stück Kuchen, was wir uns mal gönnen werden. In einem von uns ausgesuchten Café. Vielen Dank dafür und natürlich für die lieben Grüße. Wir senden dir exklusive Grüße aus Oakland zurück nach Deutschland. Und wir haben uns wirklich sehr, sehr doll dazu gefreut. Ja. Und wenn wir den Kuchen essen, das werden wir auf jeden Fall dich und auch euch wissen lassen. Also vielen Dank, Frau Lulu, dafür. Ja, das war es jetzt eigentlich auch schon wieder von uns. In Zukunft werden jetzt unregelmäßig mal wieder vielleicht ein paar Videos kommen. Und zwar werden wir Daytrips machen von hier aus. Da hat Mio hauptsächlich auch schon ein bisschen recherchiert, was man hier alles von Oakland aus machen kann. Ja, das ist eine ganze Menge wunderschöne Natur, Wanderwege, Parks, Wasserfälle, Strände, was auch immer. Und natürlich ein paar tolle Sehenswürdigkeiten. Mhm. Und das haben wir jetzt auf eine Liste geschrieben. Ich hoffe, wir können das alles erleben und das werden wir euch dann natürlich auch mitteilen. Richtig, also ich freue mich schon extrem drauf und auch natürlich die Videos wieder dazu zu schneiden. Ja, ich glaube, das fehlt mir schon ein bisschen. Ja, also ja, ihr werdet das dann erfahren, wenn es ein neues Video gibt auf jeden Fall und wir freuen uns schon drauf. Also? Genau, wir sagen tschüss, das war's mit unserem kurzen 3-Wochen-Überblick. Ihr seid jetzt wieder auf dem aktuellsten Stand und wir schicken ganz liebe Grüße. Macht's gut, tschüss. Auf Wiedersehen. Their work complete, are headed back to the lab. Testing, 1, 2. Hallo, ich heiße Martin und jetzt habe ich eine Arbeit gefunden. Und ich arbeite schon für 8 Tage. Und morgen habe ich ich möchte zur Arbeit gehen, auch morgen. Und ich muss 5 Uhr aufstehen. Das ist ja Wahnsinn. Das ist gar nicht geil. Und morgen, wenn ich wache auf, dann es ist immer ein bisschen zum Kotzen, aber danach, wenn es geht, ja, ich bin sehr glücklich und ich anfange meinen Tag und ich mag das, ich kann, ich kann um 3 Uhr, ich kann zu Hause fahren schon und danach kann ich Tennis spielen und Spaß haben auch und mit Patrick ein Spiel vielleicht spielen und ja, und wir haben heute zusammen gegessen, ja, und das war auch gut. Naja, und Patrick hat gesagt, dass er hat eine neue Kamera gekauft und ja, ich finde das geil. Mhm. Ah, naja, und ich will Geld haben um 5. April. Und dann vielleicht kaufe ich ein Rum und danach wir trinken und trinken und trinken und sind und ich würde im Eimer sein und ich denke auch Patrick vielleicht würde im Eimer sein und danach morgen, naja, Kopfschmerzen und vielleicht und danach am Samstag oder Freitag, das geht, wir könnten ein Kontrabier haben. Naja, und sehen wir, wie es geht. Ich will etwas auch sagen. Ich bin kein Russisch. Und ich kann ein bisschen sprechen Russisch, aber ich bin gar kein Russisch. Und bitte denken Sie nicht, dass ich bin ein Russisch. Dankeschön.